Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch in dieser Woche bei Ihrem FRM-Regionalmagazin eingeschaltet haben. Mein Name ist Ronny Birner und ich führe Sie heute durch die Sendung. Natürlich steht im Mittelpunkt das Vereinsquiz. In der 5. Ausgabe sind wir bei den Volleyballerinnen in Dippoldeswalde zu Gast. Außerdem berichten wir aus den Saunawelten vom Heinz-Freizeitzentrum. Diese wurden umfangreich neu gestaltet und konnten nun eröffnet werden. Doch zu Beginn unserer Sendung geht es nach Altenberg, denn hier entsteht ein Leistungssportzentrum direkt neben dem Gymnasium. Von oben kann man die Dimension des neuen Nachwuchs- und Spitzenleistungssportzentrums in Altenberg wohl am besten erkennen. In direkter Nachbarschaft zum Glückauf-Gymnasium Altenberg, der Eliteschule des Sports, entsteht ein Komplex mit modernsten Trainingsbedingungen für die Sportarten Bob, Rodel, Skeleton, Biathlon und Mountainbike. Am 27. August war Grundsteinlegung. Ende September 2020 traf sich FRM-TV auf der Baustelle mit dem Beigeordneten Heiko Weigel. Er ist Leiter Geschäftsbereich 1 des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und damit für das Thema Bau zuständig. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von FRM, ich darf Sie begrüßen auf der Baustelle des neuen Leistungssportzentrums Altenberg. Wer auf der B170 nach Altenberg reinkommt, sieht diese Baustelle. Viele sind neugierig, was tut sich dort aktuell. Ich möchte heute mit Ihnen einen kleinen Rundgang über die Baustelle machen. Wir stehen hier genau auf der neu errichteten Lauf- und Schießhalle, die im Rohbau fertig ist. Vor mir befindet sich die schon seit einigen Jahren fertiggestellte Dreifeldturnhalle Altenberg, die vom Gymnasium und auch von der Grundschule genutzt wird. Hier drüben, werden wir uns dann alles noch genauer anschauen, befindet sich die Anschubstrecke. Hier werden die Bobsportler, die Rodelsportler, die Skeletonis den wichtigsten Teil ihrer Sportart trainieren. Das ist der Anschub. Und hinter mir, auch im Rohbau inzwischen fertiggestellt, das ist jetzt hier das Gerüst, das gestellt worden ist für die Fassadenarbeiten, das Trainingszentrum, eigentlich das Herzstück des Leistungssportzentrums Altenberg. Aber wenn man sich hier so umschaut, sieht man eigentlich gar nicht so richtig viel. Und deswegen würde ich jetzt gern mit Ihnen dahin gehen, wo Sie einen echten Eindruck bekommen von dem, was hier derzeit entsteht. Hier befinden wir uns jetzt im Inneren des Trainingsgebäudes, des Herzstücks des neuen Leistungssportzentrums. Hier wird es sowohl Umkleideräume geben, hier wird es Büros für die Trainer geben. Hier wird es auch Konferenzräume geben und es gibt natürlich auch Räume, in denen Sport getrieben wird. Ein besonders spektakulärer Raum, auf den wir stolz sind, der hier entstehen wird, ist der Raum, in dem sich das Laufband befinden wird. Jetzt könnte man ja denken, okay, ein Laufband hat ja jedes Fitnessstudio. Dieses Laufband hat eine Größe von ca. 12 Quadratmetern, ist nach allen Seiten veränderbar, senkbar. Dort werden die Biathleten mit ihren Skirollern auf den Originalstrecken des Biathlon-Weltcups trainieren können. Das Laufband hebt und senkt sich, stellt diese Strecken dar, umgeben von Monitoren. Und die Sportler können unter Echtbedingungen trainieren. Scherzhaft haben wir mal gesagt, okay, vielleicht können wir sogar das Wetter dort simulieren. Das haben wir aber aus wirtschaftlichen Gründen letzten Endes nicht gemacht. Also Spaß beiseite, die Sportler werden hier allerbeste Bedingungen vorfinden. Wir werden alles dafür tun, damit die Sportler sich hier wohlfühlen und so trainieren können, dass sie tatsächlich in den Wettkämpfen dann Höchstleistung erbringen können. Hier befinden wir uns jetzt im Untergeschoss des Trainingsgebäudes. In diesem Raum wird unter anderem ein Trampolin errichtet. Das ist der Sprungturm für das Trampolin. Bisschen kann man sich schon vorstellen. Wir gehen jetzt hier rüber zur Anschubstrecke. Hinter mir werden die Bobsportler ihren Start trainieren. Hier schräg über mir die Rennrodlerinnen und Rennrodler. Wir sind hier an der tiefsten Stelle, knapp 8 Meter unter der Erdoberfläche. Sie müssen sich vorstellen, von diesen 8 Metern sind 6 Meter Felsgestein gewesen. Neben mir befindet sich die Dreifeldturnhalle, die wir uns vorhin angeschaut haben. Wir sind an der engsten Stelle, nicht mal einen halben Meter von dieser Dreifeldturnhalle entfernt. Es ist trotzdem gelungen, dieses Gestein hier auszuheben. Und
die Turnhalle nicht im Mindesten zu beschädigen. Warum sind wir so tief unter die Erde gegangen? Sie sehen die Größe des Bauwerks. Wenn das alles überirdisch gewesen wäre, dann wäre für diejenigen, die nach Altenberg reinkommen, ganzer Teil von Altenberg verdeckt gewesen. Deswegen sind wir mit diesem Gebäude so tief unter die Erde gegangen. Hier werden nach der Eröffnung und wir hoffen auch über viele Jahre hinaus die Olympiasieger, Weltmeister in Kufensportarten von morgen und übermorgen trainieren. Die Gefälle dieser Strecke sind original der Bobbahn in Altenberg nachgebildet. Auch hier trainieren die Sportler also unter den Bedingungen, unter denen sie dann auch ihren Sport live ausüben werden. Der Rohbau der Halle hier ist längstens fertiggestellt, sind jetzt schon beim Innenausbau, bei der Anfertigung des Gründachs, beim Aufzug im Hintergrund. Neben der Anschubstrecke befinden sich eine ganze Reihe von Werkstatträumen, auch von Aufenthaltsräumen für die Sportler. Und man muss schon sagen, von außen sieht man es dem Gebäude nicht an, aber ich hoffe, Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen hier das erste Mal auch einen Eindruck vom Inneren dieses Gebäudes, auch von der Größe, wir konnten es nicht kleiner bauen, sonst wäre es nicht mehr so gewesen, wie es die Sportler brauchen. Das ist für uns der Maßstab gewesen. Wie können die Sportler optimal trainieren? So, hier sind wir mitten auf der Baustelle jetzt. Hinter mir die Anschubstrecke, in der wir gewesen sind. Hier vorne, ganz wichtig, die Elite-Schule des Sports. Hier werden auch die Schülerinnen und Schüler kurze Wege haben ins Leistungssportzentrum. Wir ordnen jetzt alles dem Ziel unter, Ende 2021 die Anlage fertigzustellen, die Anlage zu übergeben. Vielleicht noch nicht alle Außenanlagen, aber zumindest so, dass die Gebäude genutzt werden können. Diesen Zeitplan werden wir halten. Wir sind froh über jeden schönen Tag, denn in Altenberg kann man zumindest außen im Winter nicht bauen. Innenausbau geht schon. Also es ist alles jetzt so eingetaktet, dass wir bis Ende 2021 fertig werden. Und dann wird man diesen Komplex in seiner Gesamtheit sehen. Und ich würde sagen, jetzt stören wir die Bauleute nicht länger. Jetzt wird wieder gebaut. Frühstückspause ist vorbei. Ja, der 7. Oktober ist ja allgemein ein geschichtsträchtiger Tag und heute wird noch eins draufgelegt. Im Freizeitzentrum Heinz wird die neue Saunalandschaft offiziell übergeben. Das heißt, heute ist der 7. und am 10. werden dann die saunalustigen Besucher hier das Areal erklimmen ersaunen. Ersaunen. Herr Schneider, viele Wochen, viele Monate schwere Arbeit liegen hinter Ihnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sind Sie froh? Fällt jetzt ein Stein vom Herzen? Na klar, sind nach der über anderthalb halbjährigen Schließung alle froh, dass wir jetzt öffnen können und dass wir so eine schöne Anlage jetzt wieder übergeben können, die sich doch deutlich erweitert hat und wir ein ganz anderes Angebot bringen können für unsere Gäste. Wir haben ja gerade einen kleinen Rundgang gemacht. Es ist natürlich alles, riecht alles noch neu. Es ist alles feinstes Material. Wir hatten ja schon mal darüber geredet. Das Konzept ist ja ein bisschen anderes, wie es davor war. Wir sind offener geworden. Wir haben viele Trennwände herausgenommen und ich glaube, wir haben dadurch auch mehr Platz geschaffen und es wird auch angenehmer für die Gäste. Wir haben die Lüftungsanlagen verstärkt und ich glaube, die ganze Geräuschbelastung, die so eine Sauna mit sich bringt, ist deutlich geringer geworden, sodass der Erholungsfaktor wirklich deutlich da ist. Und wo wir jetzt hier stehen mit seitlichem Blick auf den Rabenauer Grund, auch das ist ja alles neu entstanden. Naja, es war in der Form teilweise da, aber wir haben natürlich die Fläche komplett beräumen müssen aus statischen Gründen und haben diese Terrasse komplett neu aufgebaut und jetzt dadurch eben auch wirklich deutlich mehr Platz und haben einen Außenbereich und einen großen Ruheraum im Innenbereich. Ich hatte ja gerade gesagt, am 10. können dann die ersten Saunagäste kommen. Sie haben natürlich auch ein Hygienekonzept erarbeitet. Was besagt das so im Groben? Na, wir öffnen am 10., also am Samstag 10 Uhr. Wir hoffen natürlich und ich denke auch aufgrund der vielen Nachfragen, die wir jetzt hatten, wann wir endlich öffnen, werden auch sehr viele kommen. Wir haben eine Beschränkung aufgrund des Hygienekonzeptes, dass wir nur eine bestimmte Personenzahl gleichzeitig einlassen können, 150. Aber ich glaube, die werden wir nicht erreichen. Das ist eine relativ hohe Zahl
und wir haben die Beschränkung pro Sauna, aber auch diese sollte für unsere Gäste jetzt im Oktober noch ausreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie ein Saunagänger sind, aber was wäre denn Ihr Favorit in diesen Saunen, die hier unten sich befinden? Na, mein Favorit ist immer die Aufgusssauna. Einfach schon das Erlebnis des Aufgusses und natürlich auch die höhere Temperatur, die dann zum Aufguss zumindest Wirkung zeigt. Und deswegen gehe ich immer gerne in die finnische Sauna und mit einem Saunameister, die das so gut beherrschen, und ich denke, das sind unsere Mitarbeiter, macht das noch mehr Spaß. Herzlich willkommen beim DRK Kreisverband hier in Leopoldiswalde. Heute möchten wir Ihnen unsere verschiedenen Abteilungen zeigen, in denen wir Arbeitsplätze anbieten, aber auch Auszubildende jederzeit suchen. Hier im DRK Seniorenheim Briesenzer Glashütte werden 76 Bewohner an jedem Tag der Woche liebevoll betreut und gepflegt von sehr engagierten Mitarbeitern. Und auch wir sind jederzeit immer auf der Suche nach tollen und engagierten Kolleginnen und Kollegen. Also bewerben Sie sich gern bei uns. Wir freuen uns auf Sie. So, Frau Schreiber, da gucken wir mal, ob es mit dem Laufen heute funktioniert. Wir sind die Auszubildenden Peggy und Jenny hier im Seniorenheim und wir lieben die Arbeit mit älteren Menschen. Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Leopoldiswalde ist Träger von 5 Kindertageseinrichtungen in Frauenstein, Burgersdorf, Nassau, Leopoldiswalde und hier in Pausdorf. In den Kitas beschäftigt das Deutsche Rote Kreuz Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialassistenten. Zudem bieten wir jungen Menschen, die diese Berufe erlernen, die Möglichkeit, Praktika in unseren Einrichtungen zu absolvieren, die von unseren pädagogischen Fachkräften begleitet werden. So, ich bin Erzieherin schon über 40 Jahre. Ich muss sagen, ich liebe meinen Beruf. Ich habe das noch nie bereut. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich arbeite mit vielen kleinen Persönlichkeiten, was man auch immer beachten muss, weil die immer ganz individuell sind und so sollten sie auch behandelt werden. Und würde mir wünschen, dass noch viele Erzieher bei uns anfangen, weil jeden Tag bringt viel Freude, viel Neues mit sich und es kommt auch ganz viel von den Kindern zurück. Unser Haus hier in Leopoldiswalde ist ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Wir suchen für die pädagogische, lebenspraktische und pflegerische Unterstützung und Betreuung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine Heilerziehungspflegerin oder einen Heilerziehungspfleger. Gerne können Sie sich aber auch als Altenpfleger oder Altenpflegerin bewerben oder als Gesundheits- und Krankenschwester oder als Gesundheits- und Krankenpfleger. Sie wartet ein interessantes Betätigungsfeld. Dieser Beruf hier ist sehr abwechslungsreich im Wohnheim, denn man hat jeden Tag eine neue Herausforderung, weil jeden Tag jeder Mensch eigentlich anders ist und man muss ihn so nehmen, wie er ist und ihn hier im Alltag so begleiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Neben unseren attraktiven Einrichtungen bieten wir Ihnen natürlich als attraktiver Arbeitgeber noch vieles mehr. Dazu zählen neben einer tarifgerechten Entlohnung noch Möglichkeiten von Sonderurlaub, Bonuszahlung, Massagen, E-Bike-Leasing, aber natürlich auch ein familienfreundlicher Dienstplan. Möchten Sie sich gerne bei uns bewerben? Dann melden Sie sich per E-Mail, über Facebook oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. Manchmal kommt's im Leben etwas anders, als man denkt. Dann kann aus einem kleinen Streit schnell eine teure Rechtsstreitigkeit werden. Wenn sich zum Beispiel Ihr gebuchtes Ferienparadies als totaler Reinfall entpuppt. Genau dafür gibt's den Ergo-Rechtsschutz im Privatbereich. Mit diesem müssen Sie das Kostenrisiko nicht scheuen. Er hilft Ihnen dabei, dass Ihr gutes Leben Ihr gutes Recht ist. Von der ersten Beratung bis hin zur unkomplizierten Übernahme möglicher Anwalts- und Gerichtskosten. Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem Ergo-Berater. Ergo Rechtsschutz. Leistung stark abgesichert. Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der Ergo-Generalagentur in Gonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Der Liliensieg Economy Service. Da passt der Preis zum Fahrzeugalter. Sichern Sie sich dauerhaft bis zu 20% Nachlass auf die Reparaturrechnung je nach Fahrzeugalter. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Der Olympiasieger kauft bei uns seine Küche. Und Sie? Großer Schauraum, qualifizierte Beratung, moderne 3D-Planung. Der Pirnaer Möbelhandel ist Ihr Küchenspezialist in der Stadt. Und das zu stets attraktiven Preisen. Ja, herzlich willkommen zu Vereinsquiz Nummer 5. Und wir sind heute zu Gast im Sportpark Dippoldiswalde. Und das freut mich besonders, dass wir wieder mal bei den Volleyball-Damen vorbeischauen dürfen. Wir waren ja schon oft hier. Zweimal wart ihr auch im Finale. Hat sich viel getan in den letzten Jahren. Es spielen heute mit auf jeden Fall. Erstmal zur Vorstellung ganz außen Anne Birner, in der Mitte Sandra Hennig und an meiner Seite Carmen Hille. So, 300 Euro stehen wieder auf dem Spiel, die es im Finale zu gewinnen gäbe. Was würdet ihr tun, wenn ihr das Glück habt, 300 Euro zu gewinnen? Ja, also wir haben letztes Jahr zu Weihnachten unsere Mannschaftskasse ganz schön geplündert, sodass wir die, denke ich mal, wieder auffüllen könnten. Zu Weihnachten? Zur Weihnachtsfeier? Ja, zur Weihnachtsfeier sozusagen. Wir haben uns ein leckeres Essen gegönnt. Und ja, vielleicht 1, 2, 3 neue Bälle. Mal gucken, was da übrig bleibt. Okay, also es wäre Bedarf. Definitiv. Ansonsten würden die auch nie herstellen, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht es sportlich aus bei den Metallprofil-Volleys? MH Metallprofil-Volleys, Sachsenliga spielend. Wie sieht es aus sportlich? Gute Saison? Ja, also bis jetzt gut. Wir haben uns gut reingefunden. Wir haben in Plauen sind wir gestartet, auswärts, mit leider nicht im vollen Kader und waren da... Haben ein gutes Spiel gemacht, aber waren da leider nicht erfolgreich, haben keine Punkte mitgebracht. Das nächste war dann ein Heimspiel hier in Dippoldiswalde, wo wir beide Spiele eigentlich souverän gewinnen konnten. Und so hoffen wir, geht es auch weiter. Im Training zumindest stehen die Formkurve also nach oben. Wir müssen ja mal sagen, jetzt Tag der Aufzeichnung, 8. Oktober, steht ja auf Platz 2 der Tabelle Sachsenliga Volleyball Damen mit 6 Punkten, punktgleich mit dem Erstplatzierten. Das Datum habe ich nur gesagt, weil das ja am Wochenende vielleicht sich schon ändern kann, oder? Genau, wir spielen am Wochenende. Richtig. Gut, also nutzen wir jetzt den Fleiß, den Übungsfleiß aus, den ihr für das Wochenendspiel jetzt hier rüberbringt, für 10 Fragen. Und es gibt natürlich auch von uns heute schon mal ein Geschenk an den Verein, und zwar diese Smartwatch von Blackview. Und warum es die gibt, sagt Ihnen jetzt wieder Herr Formella. Der Experte in Pirna und in Freital wünscht euch beim Vereinsquiz viel Glück. Und damit ihr die 30 Sekunden und eure Herzfrequenz immer im Blick habt, geben wir euch eine Smartwatch mit dazu. Viel Glück! So, also das gibt es schon mal für euch, ohne eine Gegenleistung. Einfach nur so, Vielen Dank. Dabei war. Ne, was ihr damit macht, dann ist eure Sache vielleicht, wie gesagt, das Beste von der Weihnachtsfeier vielleicht verlosen. Mhm.
Wäre eine Idee, oder? Wäre eine Idee, genau. Gut, so, jetzt halten wir uns nicht länger beim Vorgeplänkel auf. Es gibt die 10 Fragen, habt ihr gezogen. Es gibt wie immer 30 Sekunden für jede Frage. Und die Zeit läuft, wenn ich A, B oder C die Lösungsvarianten vorlege. Alles verstanden? Super, dann starten wir. Ich hoffe auch mit dem richtigen Abstand. Ja. Gut, Frage 1 für euch, für die MH Metall Profil Volleys hier aus Depoldeswalde. Die erste Frage, die größte Stadt Sachsens ist A. Dresden, B. Leipzig, C. Chemnitz. Welche ist die größte... Flächen- oder Einwohnerzahl? Einwohnerzahlmäßig, bitte. So, es wird schon fleißig. A. Dresden. Tada, das ist ein Fehlstart. Dresden hat 555.000 Einwohner, so roundabout. Die größte Stadt ist aber Leipzig mit 889. Also die gehen schon leicht so zur Millionenstadt. Aber die erste Frage, die ist einfach, können wir einfach wegdrücken. Wer kommt auf die Idee, Dresden? Bisschen Nationalstolz, nur als größte Hauptstadt. Also viele Dynamo-Fans haben mich gerechnet. Ja, also das ist ein Novum jetzt, glaube ich, in dieser Staffel. Die erste Frage hat bis jetzt jeder gelöst. Ein gutes Zeichen. Frage 2. Also ihr habt wirklich ein glückliches Händchen. Die lautet, rund 3,7 Millionen Einwohner hat welche europäische Stadt? Ist blöd, ne? Ah, das ist ja wirklich, ihr habt es selber gezogen. Europäische Stadt oder Hauptstadt? Europäische Stadt. Und, ja, ich darf sagen, es ist auch eine Hauptstadt. Welche hat 3,7 Millionen Euro? Ich sage die Lösungsvorschläge. Ja, ach so, ja. A. Moskau, B. Berlin, C. Rom. 3,7 Millionen. A. Moskau, B. Berlin, C. Rom. So, jetzt. Berlin war was? Berlin wäre B. Ah, das geht doch natürlich. Berlin. Wie viel hat Moskau? Genau 12,5 Millionen und Rom rund 2,9 Millionen. So. Ja. Schade ausgewetzt. Wir sind wieder im Rennen. Das ist wie beim Volleyball auch. Ne? Dann kann man was vergeigen, dann muss man es wieder aufrappeln und es geht weiter. Die dritte Frage, die ist lösbar. Die Schmiedeberger Gießerei GmbH ist einer der größten Arbeitgeber des Ortes. Von 1949 bis 1990 hieß dieser Betrieb A. VEB Gießerei und Maschinenbau Ferdinand Kunert, B. VEB Gießerei und Maschinenbau Elsa Fenske oder C. VEB Gießerei und Maschinenbau Kurt Schlosser. Wie hieß die Gießerei GmbH in Schmiedeberg? Ja. Na, Kurt Schlosser, Ferdinand Kunert ist A. Richtig? Ja, ja, richtig. Jetzt war ich selber ein bisschen nervös. Jawohl, 20 Punkte. Wer der Ferdinand Kunert war, keine Ahnung. Also, wird schon größer gewesen sein. So, wir sind schon bei der vierten. Wann ließ August der Starke auf der Albrechtsburg in Meißen die erste europäische Porzellanmanufaktur errichten. Ist ein Begriff, ne? Mhm. Weißes Gold, Badger und das ganze Theater. So, war das A 1710, B 1730 oder C 1791? Liegen echt eng beieinander, gebe ich zu. Ihr könnt wählen zwischen A 1710, 1730 oder 1791. Das sind natürlich komplizierte Fragen. Genau, entweder 130. Also was denkt ihr? A, 1710, 1730 oder 1791? 30 wahrscheinlich. Ihr habt euch beratschlagt. Ein kluges Ergebnis. R, B, 1730. 20 Jahre zu spät ist das. Es war schon 1710. Doch. Ja, auch überhaupt kein Problem. Wir machen uns hier keinen Stress im Sportpark der Volleyswalde. Der Stress kommt dann noch beim Training. So, Frage 5. Beate Use gründete nach dem Zweiten Weltkrieg den ersten Sexshop der Welt. Und ich möchte von euch wissen, wo?
gab es den ersten Sexshop der Welt. A in Flensburg, B in Hamburg, C in Berlin. Das ist ja heute bei, wurde heute anders bestellt, ne? Da geht man nicht mehr in Sexshop, da geht man alles über das Internet. Aber irgendwann fing das ja mal an. Die Beate Use war da eine Pionierin in der Richtung und sie hat da diesen Shop aufgebaut und Möglichkeit, wie gesagt, A Flensburg, B Hamburg, C Berlin. Habt ihr euch schon entschieden? Man muss sowas ja nicht wissen. Ihr meint Hamburg, weil Reeperbahn, weil sündige Meile. Es war aber in Flensburg. Ja. Kann ich mich noch daran erinnern, in meiner Jugend, nach der Wende, wollten alle nach Flensburg. So, Mädels, jetzt müsst ihr euch aber ein bisschen anstrengen. Jetzt müssen wir uns anstrengen. Jetzt wird es auch leicht. Versprochen. Geografie. Wem ist das so sein Lieblingsgebiet? Aber das ist jetzt lösbar. Also passt auf. Zagreb ist die Hauptstadt von A. Bulgarien, B. Slowenien, C. Kroatien. Sag ich doch. Richtig. Bulgarien ist Sofia und Slowenien ist Ljubljana. Ljubljana. Ja. 30 Punkte. 30 Punkte. Zum ganz großen vorderen Feld reicht es nicht. Aber wir gucken. Vielleicht ist kein Ausrutschen mehr erlaubt. So, das ist wieder eine Frage. Schlechte Frage von mir. Welcher ist der Baum des Jahres 2020? Der wird ja jedes Jahr gekürt. Muss man sicherlich raten. Also, ist das A die Nordmantanne, B die Eiche oder C die Robinie? Da gibt es ein Gremium, die küren das jedes Jahr. Und diese Frage ist auch jedes Jahr drin. A die Nordmantanne, B die Eiche oder C die Robinie. Der Baum des Jahres 2020. Ich habe keine Ahnung. Ne? Dann wählt einfach. Es ist keine Schande, wenn man den Baum des Jahres nicht weiß. Die Nordmantanne, das hätte ich jetzt natürlich überhaupt nie gewählt, weil das ja so ein Kunstprodukt eigentlich ist. So ein gezüchtetes. Das ist die Robinie. Und ich sag's ja, wer bei FAM mitspielt, hat eine Bildungslücke geschlossen. Genau. Und dafür einen Strich. So, die 8. und die 9. und die 10. In dieser Reihenfolge will ich jetzt richtige Antworten. Och Mensch, Leute. Ach, so schlicht. Ach, ich habe schon wieder was Falsches gelesen. Kurt Biedenkopf. Wer war das? Ehemaliger sächsischer Ministerpräsident. Richtig. Und zwar der erste nach der Wende. War von 1990 bis 2002 Ministerpräsident Sachsens. Er war natürlich verheiratet. Seine erste Ehe wurde geschieden und 1979 heiratete der Kurt Biedenkopf seine zweite Frau. Und ich will wissen, hieß die A. Ingrid, B. Susanne oder C. Marianne? Biedenkopf. Wie kann man sich solche Fragen aus der Hand reißen? In langen schlaflosen Nächten. Ich habe keine Ahnung. Die waren jetzt erstmal wieder in der Presse, weil sie, glaube ich, zum 30-jährigen Jubiläum Sachsens oder zum Tagfall der Mauer mit im Landtag waren, der Kurt mit seiner Frau, das hätte ich halten. Also, Ingrid A, Susanne B, Marianne C. Kurt und Biedenkopf. Ist das nicht mal irgendwo? Richtig, richtig, richtig. Oh. Kurt und Ingrid Biedenkopf. Das muss man wissen. Vorzeigepaar Sachsens damals, jedenfalls. So, jetzt machen wir die 9. Paul Würdig ist der bürgerliche Name. Jawohl, die Sandra Hennig hat wieder den 50. Punkt erreicht. Ich weiß nicht, diese Anlaufschwierigkeiten, ich kann mir das nicht erklären. So, jetzt machen wir die 10. und da haben wir 60 Punkte, okay? Da kann man mit ganz erhobenen Häuptern hier aus dem Sportpark rausmarschieren. Wir können dann ausmachen, einpacken und sagen, es war ein schöner. Schöne Viertelstunde. Frage 10. In der DDR gab es nur eine einzige Werbesendung. Die lief im ersten DDR-Fernsehen jeden Abend vorm Sandmann. Na, ist alles schlecht. Welchen Namen hatte diese TV-Werbesendung? War das A. Was Bürger brauchen? B. 1000 Teletipps oder C. Teli informiert?
Wie hieß diese? Also mich hat jetzt die angesprochen. Es gab ganz wenig gute Werbespots in der DDR, aber die kamen alle in dieser Sendung. Was Bürger brauchen, A, B, 1000 Teletipps, ein Wissen der Extraklasse, Sandra Hennig, richtig. So, und damit, ihr Lieben, haben wir 60 Punkte erreicht. Das, jetzt müsste ich mal die Kugel befragen, wird fürs Finale nicht so richtig reichen, denn vorgelegt hat der Feuerwehrförderverein Depoldeswalde mit 90 Punkten, der Sportclub Freital e.V. 80 und die Spielbühne Freital auch mit 80. Dann gibt es noch jemanden, der ist ein bisschen schlechter wie ihr. Also ihr seid besser wie der Schlechteste. Und das ist der Freundeskreis Schloss Nauendorf. Alles richtig gemacht. Sind schwierige Fragen gewesen. Nächste Woche muss sich diese ganze Quälerei gefallen lassen. Der Karnevalsverein Possendorf. Da sind wir in Possendorf zu Gast. Und dann gibt es das 6. FRM. Vereinsquiz. Vielen Dank, dass wir mit euch ein Quiz spielen durften. Bis zum nächsten Mal, vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn ihr euch wieder meldet. Und das war's. Vereinsquiz Nummer 5. Tschüss. Das Vereinsquiz wurde Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Und Ihr Professor Tatze wünscht Ihnen nun viel Spaß und Erfolg beim Vereinsquiz. Von der ERGO-Generalagentur in Gonei in Ölsa, kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sichern Sie sich jetzt bis zum 31. Oktober 20% auf Originalteile und Economy-Teile für Fahrzeuge älter 4 Jahre. Sowie dem Pirna Möbelhandel. Pernar Möbelhandel, Prottwendorfer Straße, im Einkaufszentrum Petz. Jetzt auch mit geprüfter Qualität.